bin Astrid und ich stehe hier vor dem Graduate Student Building. Ist leider spiegelverkehrt, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall stehe ich jetzt davor und hier habe ich gerade eben schon mal jetzt für mein Studium, das ich im September anfange, und zwar im Bereich Spiritual Care und Psychotherapy. Ja, da habe ich vor 6 Wochen beantragt, dass ich eben ja die Studiengebühr reduziert bekomme, und das habe ich bisher noch nicht, da gab es noch kein Ergebnis, das ich mitgeteilt bekommen habe, und deswegen war ich einfach gerade mal hier. Außerdem war ich in der International Student Office, habe da zufällig Leute kennengelernt, das war sehr klasse, weiß also, dass ich da auf jeden Fall auch hingehen kann, und ich habe mir meine Studentenkarte geholt. Ja, also das ist auch sehr, sehr cool. Damit kann ich jetzt dann, soweit ich weiß, auf jeden Fall zur Bücherei gehen. Das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Punkte hier. Und ja, und ich würde einfach ganz gerne ein bisschen was beschreiben, wie es ist, jetzt hier in Kanada Studentin zu werden. Ich habe ja lange überlegt und hin und her. Eigentlich war es klar, dass ich es machen will, aber eigentlich auch wiederum nicht klar, dass ich es tue. Und ich bin auch immer noch nicht so, also eigentlich bin ich 100% sicher, aber eben nicht 100%. Also bin ich halt nur 99% sicher. So, und gleichzeitig wollte ich damit sagen, ich probiere halt einfach noch aus. Vorgestern und gestern war ich bei einem Kurs auf Englisch, auch ein Unikurs im Bereich Trauma und wie man eben mit Trauma umgeht, traumatisierten Menschen und so. Und der Kurs war super vollgepackt. Also das war schon echt krass. Und ich habe zum Glück das Skript für den zweiten Tag gehabt, sodass ich da schon mal die Vokabeln nachgucken konnte, die ich nicht kannte. Und also das war schon heftig. Aber ich habe auch ein Mädel kennengelernt, die jetzt das Programm, das ich machen werde, eben schon abgeschlossen hat. Und das ist natürlich sehr, sehr genial gewesen, denn die hat mir einiges erzählen können. Und ja, das war einfach echt hilfreich. Also ich bin nicht mehr so ganz alleine auf mich gestellt, sondern ich kenne schon mal immerhin eine, die mir da helfen kann. Und außerdem, jetzt wo ich ja hier heute schon mal auf dem Campus war, kann euch das mal hier ein bisschen zeigen im Hintergrund. Also ich weiß nicht, was das für Gebäude sind, das weiß ich einfach alles noch nicht. Ich weiß, dass es hier in dem, da habe ich gerade die Studentenkarte bekommen. Wir werden sehen. Ich weiß, dass ich irgendwo da hinten bin, da so, dahinter. Aber das zeigt sich alles noch. Ja, wo war ich? Ach ja, wahrscheinlich studieren. Und zwar werde ich jetzt einfach das ausprobieren. Ich habe jetzt heute und auch schon vor ein paar Wochen mir so meine Kurse rausgesucht. Dadurch, dass ich mich gestern noch mit dem Mädel da unterhalten konnte, habe ich noch ein paar andere Infos bekommen. Jetzt noch mal ein bisschen was umgeschmissen und werde das jetzt, glaube ich, endgültig dann heute fertig machen, dass ich es einfach weiß. Sogar weiß, was ich in den nächsten 5 Semestern, denn 5 Semester lang ist es, ist der Kurs, was ich da einfach machen werde. Jo, also das Semester, Studium, 5 Semester und dann auch 2 Semester Praktikum dabei. Das wird nochmal ganz interessant. Muss ich nochmal gucken, was ich mache. Vielleicht in Kombination mit der Augenoptik. Wir werden sehen. Das muss ich nicht jetzt sofort entscheiden. Gut, in diesem Sinne. Und für alle, die sagen, jo, ich möchte gerne mehr wissen, was die Astrid da in Kanada macht. Und wie das einfach im Leben ist, wie das Studium läuft und so. Und einfach was von der Gegend. Derjenige, diejenige darf gerne meinen Kanal abonnieren, denn da werden jetzt noch so einige Videos kommen. Okay, nun also in diesem Sinne, einen fröhlichen Tag, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, eins noch, wenn du den Kanal abonnierst, dann läute auch die Glocke, die daneben ist. Also klick auf die Glocke, denn dann wirst du über die neuen Videos direkt informiert. Das war's jetzt. Ciao.